Komm. So, wir laufen im Dunkeln nach Hause. Das wird echt tödlich, das kann ich dir gleich so sagen. Wir müssen hier lang. Ich hoffe, du hast genug Wasser eingesteckt. Boah, Ja. also herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir laufen im Dunkeln nach Hause. Das wird echt eine witzige Sache. Mein Fuß tut immer noch weh von Es dem ist alles so Zombie. blutrot. Boah. Boah. Ja, also ganz ehrlich, die Aktion gerade, wie du. Hey, der kam genau hinter der Wand her, ne? Das. Boah, der war einfach da. Ich konnte nichts machen. Du bist aber auch echt gesprungen. Also es ist kein Witz. Du bist so weit. Du erschreckst dich ja nie vor irgendwas oder so, nö. Oh, wir können es tatsächlich schaffen, im Dunkeln nach Hause zu laufen. Interessantes Feature. Laufen im Dunkeln nach Hause. Oh Gott, ist das gruselig. Ja, ich finde es auch nicht gerade spannend gerade. Also spannend Wo ist schon. unser Haus? Ja, wir müssen ein Stück laufen noch. Das ist genau auf der anderen Seite. Wo bist du? Hier lang, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, wir müssen ja noch in die Mitte von da aus. Also das. Wenn die jetzt angerannt kommen, dann heißt das kämpfen. Und die können rennen. Jetzt werden die sehr spektakulär, denke ich mal. Oh Gott, wir sind doch bestimmt zur falschen Stelle gelaufen. Hier ist Nee, nicht unser nee, nee, Haus. alles schick. Ich habe ja markiert. Ich muss nur gerade mal Wasser runterlegen. Das ist nämlich ein Problem. Wow. Da vorne. Laufen, 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 Unser laufen. Haus. Ja. Geh du vor. Geh hoch. Gib mir Schutz. Meine Güte, Leute. Aber es war echt schön. Gut gemacht eigentlich. Boah, der zittert schon voll, ey. Alter, die kommen ja alle zu weit. Ja, die kommen weit, inzwischen ist ja klar. Puh. Gut, aber wirklich was erreicht haben wir jetzt nicht mit der Aktion. Ne. Wir Das, haben Korn. Jo. Ja. Mehr irgendwie Aber nicht. ich glaube, wir können aus Korn Kornmehl machen. Guck mal. Irgendwie kann man Kornmehl machen. Ja, ich denke, Ach das. ja, Kornmehl war. Korn und Korn-Seeds, ja, ich habe beides herausgefunden. Es ist Mehl. leicht. Ja, Seeds sind ja wirklich simpel. Aber aus dem Kornmehl kann man Brot backen. Und ich denke. Von Brad, genau. Das wird nur aus Mehl gemacht, oder? Nee. Okay, also für Korn Brot brauchen wir Wasser. Wasser wahrscheinlich, ne? Ja, Wasser noch. Okay. Okay, wie viel satt macht mich das? Ganz schön wenig. Wirklich, das macht ja nichts. Ja, aber dafür ist es ein nachwachsender Rohstoff und Wasser. Kann man grundsätzlich ja mit den Gläsern auch wieder kriegen. Also von daraus denke ich mal, ist es schon ganz sinnvoll. Wir müssen halt nur bald noch denn uns einen Ort dafür schaffen, wo wir Sachen anbauen können. Wäre zumindest recht ratsam. Also ist jetzt nur meine Perspektive. Ich Überall will Wasser hier am noch Haus. was anbauen. Mal Ja, du gucken. wirst da nicht runterkommen jetzt erstmal. Das Interessante ist wirklich, dass die von überall kommen. Wollt ihr Brot haben oder was? Es gibt kein Brot. Ey, das werden echt immer mehr, ne? Natürlich. Wir sind jetzt bei Tag 6. Ja, es wird noch Ja. heftig auf jeden Fall. Und vor allem zerstören die jetzt halt hier unten wirklich schon alles. Guck dich mal Das an. Metall hier geht auch kaputt, wenn das zu. Ja, weil die hier nicht mehr abgehalten werden. Guck Oh. mal jetzt hier. Oh. Ich habe keine Munition. Ich komme jetzt nicht durch. Okay, wir brauchen also ein neues Metall. Und wir müssen hier definitiv die Konstruktion verbessern. Oh Gott, ey. Ich bin langsam aber sicher. Ja, wir müssen es halt anders absichern. Ich glaube.
weiß nicht, bei mir noch mit Metal Frames drin. Ich hatte doch auch irgendwo Metallrähmchen für mich gelassen. Ja, ne. Also? Also, diese Dinger habe ich eigentlich übrig, aber ich gehe jetzt mal kurz runter und hole da einfach Eisen und baue neue. Weil Eisen sollten wir ja jetzt ohne weiteres, ja, das war sinnvoll. Ohne weiteres in Massen finden. Okay. Ich will Bodenminen herstellen, wie mache ich das? Wie du Bodenminen herstellst? Ja, also Minen. Kennt jemand Minen? Oh ja. Achso, ich kenne eine. Die Schade. Ich brauche mehr Scrap Metal. Wir hatten doch irgendwo Scrap Metal, oder? Scrap Metal ist in der ganz rechten Kiste. Thin Corrugated Rusty Metal Door, Leather Metal. Wir müssen langsam da oben mal schützen. Sonst haben wir ganz schön ein Problem. Ich habe jetzt mal 180 Stück gebaut. Erstmal, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Na gut, wir könnten grundsätzlich auch uns hier unten verschanzen, aber das ist nicht so ganz Sinn der Sache, finde ich. Nö. Ich hätte gern ein Oberflächenhaus. Mhm. So, okay, das ist erstmal wieder zu. Und hier auch. Gut, und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach mal... Ich möchte gerne meine Wassergläser voll machen mit Wasser. Ja, dafür bräuchten wir Wasser. Ja. Das heißt, wir laufen das nächste Mal bitte irgendwo hin, wo Wasser ist? Ja, auf der Farm war Wasser. Ach so, haha. Wenn wir nicht so spät gewesen wären, wäre das alles gar kein Problem. Wir waren aber doch recht spät dran, leider. Irgendwie wahrscheinlich schon, ja. So. Hopp, plopp. Und... Hopp, plopp. Okay. Also theoretisch werden die jetzt hier vorne erstmal zumindest nicht zum Haus durchkommen. Sieht zwar echt hässlich aus, aber ich habe jetzt hier alles mit Metallframes zugebaut. Mhm. Dass man kann so ein bisschen durchgucken, aber man hat halt doch einen gewissen Schutz. Und ich werde mal hinten, ich überlege gerade, ob ich einfach eine zweite Reihe anbaue, weißt du? Dass wir erstmal weiter geschützt sind, aber im Grunde, eigentlich müssten wir nur genug Spalz abstellen und den graben. Wow! Das ist unglaublich, wie viele das sind, ne? Ja, aber guck mal, die sehen mich und dann kommt hier gleich... Das Massensterben. Wir sollten außer Sicht weiterbleiben. Darum ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir unten bleiben. Vorerst. Ja. Yep. So, und einfach hier noch ein bisschen weiter bauen. Habe ich denn jetzt noch irgendwo? Pickaxe ist fast tot. Aber wir haben ja genug Metall. Hoffe ich zumindest, dass wir genug Eisen haben. Übrigens wäre es echt cool, wenn du so die Deckelöcher machst, wenn du die zumachst. Ich habe jetzt nämlich echt nicht wieder, wie das hier ist. Nachher mal. Ich habe das Decken noch nicht mal gemacht. Oh nein, ich habe was in den Boden gemacht. Ah, hier ist noch mehr Kohle, okay. Und hier ist noch mehr. Oh, was ist das? Blei. Sehr schön. Ja, da ist irgendwie eine ganze Ader hier. Irgendwie. Hier musst du weiter gucken. Hier sind nur gute Sachen. Ja, hier ist auch, genau, hier geht es gleich wieder mit Kohle weiter. Ja, da unten ist eine Glücksecke. Aber jetzt war es das erstmal. Na gut, die Wand muss eh raus, weil ja da eine komplette Cobblestone-Wand hin soll. Ach so, die Wand muss da noch weg, ja. Ach so, okay. Ich würde hier aber boah, ich höre oben massenweise Zombies. Ich glaube, die hören uns auch. Ich glaube eigentlich nicht. Und wenn, dann buddeln sie sich durch den Boden. Dann sind sie irgendwann von oben durch die Decke gefallen. Weil momentan ist ja das Problem an der Alpha, was ja auch viele Beschwerden einbringt, dass die Zombies quasi erraten, wo du bist. Also die sehen dich und dann kommen gleich so 600 Milliarden Zombies. Also irgendwie tut mein Fuß immer noch weh. Ja, du hast ja auch voll getroffen. Also. Oh. Der Zombie, ne? Der war sowas von
Hast du jetzt das gesamte mit Eisen rausgenommen? Ach nee, was hab ich denn? Warum hab ich denn das Eisen? Haben wir noch Sticks? Sticks, 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 ja. Oh. Das war sie, oder? Dann brauche ich. Warum kann ich gerade keine Pickaxe bauen? Hast du Eisen? Du hast dein Eisen jetzt nicht rausgebracht. Du brauchst. Acht. Ja, ich brauche 4. 8. Ja, 8 für 2. Jetzt kriegst du kein Eisen mehr. Ach, das sind die angeschärfte Sticks, deshalb brauchst du nicht. Das ist wirklich ein wenig logisch. So. So. Okay. Inventar. Normales Sticks. Alter, das sind alle in der Garage und schlagen sich da mit sich selbst. Mit sich selbst. Ich weiß gar nicht, wofür man einen Sledgehammer zum Beispiel braucht. Das macht keinen Sinn irgendwie. Oh oh, ich kann hier nicht durchs Gitter schießen, nein, ne? Nein, kannst du nicht. Du müsstest oben aufs Gitter raufgehen. Ah! Oh, schnell, ich muss hier raus. Weg, ich muss hier weg! Genau. Ich muss hier weg! Lauf, 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 lauf! Rennen. Oh mein Gott! Ruhig bleiben! Und... ich bin in Sicherheit. Oh, das gibt's doch nicht. Aber ich muss schon sagen, wir haben sehr viel Geschrei seit wir uns die umgebracht haben. Für Mrs. Unerschrocken. Aha. Ja, ja. Jetzt guck mich nicht so an. Reinhauen, ja? So, also machst du jetzt da oben Zombies fertig, oder was? Die Arme können auch nicht so viel. Alter, das werden immer mehr. Ja. Oh mein Gott, die machen mir nachher. Nein, 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 ich kann da nicht bleiben. Warum? Die machen mir das Metall unter den Füßen weg. Ja, werden sie wohl. Ah. Oh. Also das Platzieren hier von Steinen und so, das sollte man dringend nochmal überarbeiten. Was hast du denn hier für ein Megametall überall hingemacht? Ja, da vorne ist halt geschützt, richtig. Da können sie jetzt lange buddeln, bis sie was erreichen. So war es doch gewollt, oder nicht? Ja. Wir müssen nur gucken, dass wir das härtere Metall irgendwann da reinkriegen. Dieses Concrete-Zeug. So, komm schon, bau dich ab. Ich pack jetzt die Sachen von hier oben mal wirklich nach unten. Ne? Mach das. Wir werden wahrscheinlich mehr als nur eine Pistolen-Waffenkiste brauchen. Oh, bitte. Also wenn man von vorne auf den Stein dahinter hauen muss, selbst wenn man die Box hat, haut man immer auf die Sache, die davor ist. Das heißt, man muss das dann von der Seite machen. So. Obwohl, das mittlere kann ja eigentlich bleiben, ist mir ja egal. Oh aber Gott, wo ist der Zombie? Aus deinem Haus, oder was? Das hört sich so an, aber nee, ich glaub nicht. Ja, wenn, dann höchstens oben. Musst du oben abgucken. Aber das willst du, glaube ich, gar nicht, oder? Ich glaube, ich bin mir ganz sicher. Ja, ja, das sagen sie alle. So, ja, das sieht alles gut aus. Boah. Bist du ein Zombie? Natürlich versteckt sich jetzt hier hinter alles Mögliche, so Kohle und so, wisst ihr? Sehr gut. So. Okay, hier kommt jetzt ein normales Steinzeug hinter, dann braucht man ein bisschen Kabelstohlen. Also du hast auch gar nicht übertrieben mit den ganzen Kisten direkt am Anfang, ne? Das sind aber schon viel zu wenig, finde ich. Hm, hier sind Sticks und was ist das da? Aha, toll. Mhm, hier ist Holz, aha. Bücher, hier kommt ihr rein. So, irgendwann noch Kabelstones, gell? Genau. Pistole. So. So, guck mal, jetzt haben wir eine schöne Cobblestone-Wand, so eine schöne abgewetzte. Ja.
Sehr schön. Obwohl wir die wahrscheinlich noch eins nach hinten versetzen. Aber gut, okay, wir haben ja erstmal. So, dann würde ich jetzt nochmal den Fußboden tauschen hier. Irgendwas Schöneres. Und dann noch hier so eine Holzdinger, oder? Ja, hier. Oh. Inventar. Planken. Okay. Damit wir uns hier auch nicht bald die Füßchen holen, ne? Ich finde es übrigens echt doof, dass die Treppen quasi hinten hohl sind. Ja. Die sind trotzdem stabil. Sehen wir gleich, wenn sie abfallen, weißt du Bescheid. Ja, die hängen jetzt in der Luft gerade. Die Treppen. So ein bisschen. Das muss so sein. Guck mal, so dachte ich mir den Fußboden. Vielleicht die äußere Reihe noch aus Karten. Nee, die kommt komplett aus Holz. Ich möchte hier gerne einen schönen, sehr modernen Lattenholzfußboden haben, bitte. Sag mal, wofür ist das 762er Magazin? Das ist für die Sniper. Oh, warum habe ich keine Sniper? Was willst du mit dem Sniper? Ich kann eh nicht schießen. Du würdest wahrscheinlich nur brüllen die ganze Zeit. Aber da wär's gut drin. Ja, das kannst du wahrscheinlich wirklich ganz gut sein. So, okay. Dann ist hier eingesammelt. Habe ich eigentlich noch normal. Kann ich Korn auch normal essen? Das ist ja egal. Ich esse jetzt Brot. Ein Hoch aufs Brot. So, und weiter. Dim, 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 dim. So, die Nacht ist übrigens schon fast wieder vorbei, nur mit einer reinen Bauaktion. Ich bin übrigens immer noch ein bisschen enttäuscht von den Lampen. Da hätte ich mir echt mehr. Ja. Die Kleinen haben wir gemacht, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das einen riesen Unterschied macht jetzt. Was brauche ich denn dafür nochmal? War das Papier oder? Also für TNT brauchst du auf jeden Fall Papier. Und was noch? Sprengpulver und Aloe, glaube ich. Was kann ich damit machen? Danke. Aloe brauchst du, genau. So, komm schon. Ich glaube, die Leiste unter den Kisten lasse ich erstmal noch so. Ich denke die ganze Zeit nicht, als ob du Kisten gucken würdest, sondern wirklich irgendwas abreißt hier. Ich denke die ganze Zeit so, was reißt du eigentlich hier ab? Airfilter Landmine und Topcap Landmine, jawoll. Die Sachen will ich. Ui, ui, welche. Kennst du schon alle drei Minen? Nein. Ich weiß aber, dass es drei verschiedene gibt und die Tin Can ist wohl die kleinste davon. Und ja. Ich habe die Airfilter habe ich selber schon gebaut. So. Komm schon, genau. Och, hier kommen erstmal die Stacheln unten rein, ja? Ich mach die jetzt hier unten rein. So, aber. Ganz rechts. Ich persönlich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Aufnahme an, weil die Nacht ist schon wieder vorbei. Wie mache ich die denn? Tja, wahrscheinlich mit Sprengpulver und einem Luftfilter. Und Scrap, würde ich tippen. Ach ne, es war genau dreimal Sprengpulver und dreimal Scrap. Ne, du kannst nur 64 stacken. So. Ja. Genau. Du hast das Rezept raus. Wir haben es ja letztes Mal schon gesehen. Und ich möchte mich bei euch verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, sie jagt mich nicht in die Luft bis dahin. Okay, bis dann. Ciao.